Moin in die Runde. Wie heißt es so schön? Wer billig kauft, kauft zweimal. Das möchte ich heute ausprobieren. Und zwar habe ich mein Zusatzheizgerät aus China bestellt, ein Dieselzusatzgerät. Und ich kenne dieses Gerät eigentlich so aus meinem Berufsleben raus als Kfz-Elektriker. Die werden zum Beispiel bei Bussen verbaut und bei Flixbussen, den Tank frostfrei zu halten oder die Fahrerkabine zu beheizen. Ich will mir da was anderes rausbauen, und zwar habe ich mir überlegt, ich mache mir einen Vorzeltheizer und einen Garagenheizer daraus. Aber was da jetzt aus China gekommen ist, das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Dann wollen wir den Spaß mal auspacken, mal gucken, was wir alles haben. Also wir haben schon mal hier einen Kraftstofftank. Ob der wertig ist, würde ich sagen, nein. Weil das erinnert mich so ein bisschen an eine einfache Öldose. Und okay. Ich werde es ausprobieren, ob er funktioniert, ob er dicht bleibt, aber das werde ich im Trocken ausprobieren. Also, das ist mir zu riskant. Noch. Haben wir hier einen Karton. Stückchen Warmluftschlauch drin, eine Düse. Noch Bedienungsanleitung, Kraftstoffschlauch. Das ist bei der Original Webasto-Heizung eigentlich ein viel dünnerer Schlauch, und ich denke mal, dadurch wird sie sehr viel Sprit brauchen. Ich werde es ausprobieren. Wir werden sehen. Ich werde es dann eventuell dann noch mal korrigieren. Schalldämpfer für die Zusatzheizung. Stecker werden heute zwar eher selten verbaut, aber ja, geht. Wir werden sehen. Ein Modul, Steuermodul, da bin ich am meisten mal gespannt drauf, weil ich habe nämlich gesehen, dass im Internet, dass da auch eine Füllstandsanzeige für den Kraftstofftank drin war, aber man hat hier so einen Knopf zum Drücken, aber ich glaube, ich sehe nichts daran, um den Tankfüllstand zu prüfen, ob das funktioniert. Fernbedienung. Hier haben wir noch kleine Schellen. Ein Ansaugluftfilter, sehr gut. Gab es damals bei den Originalen nicht. Da war halt, wie gesagt, die Düse, und da gab es immer Probleme. Kraftstofffilter ist auch sehr gut. Ja. Und ein Frischluftansaugschlauch. Muss mal gerade gucken, ob ich da auch noch eine Kappe für habe. Da gehört normalerweise eine Kappe hinten drauf. Nein, die ist in diesem Set nicht dabei. Also könnte aber mit Sicherheit nachbestellen. So, jetzt packen wir das Gerät mal aus. Karton machen wir weg. Ach, hier ist so eine Platte drin. Hier ist noch eine Zusatzheizung und Grundplatte drin. Wofür? Keine Ahnung. Ja, ich denke mal, falls das jemand in die Kiste bauen will oder sowas, dass er das ein bisschen höher setzen kann, dass er auch den Abgasstauch und den Frischluftstau für die Frischluftzufuhr irgendwo dann ableiten kann. Heizgerät. Ja, sieht original aus. Sieht original aus. Wie eine Thermoheizung. Oh, wie passt doch. Ja. Anschlüsse sind auch gleich. Okay. Wir werden sehen. Wir bauen mal was draus. Und mal sehen, ob das. Ach, hier ist auch die Kraftstoffpumpe. Die habe ich nämlich schon vermisst gehabt. Sind heute auch anders. Also, ich sag mal, das ist so, würde ich sagen, Baujahre so 2010 unterhalb noch. Also schon ein bisschen was älter. Ne? Ja, gut. Das, was ich jetzt zusammenbaue, das ist natürlich nur einfach mal zum Ausprobieren, ob die Heizung generell auch funktioniert. Also mein Plan ist es dann, die Heizung in eine Box einzubauen, so eine Alubox, und dann halt mit Anschlüssen für dementsprechend, wo ich dann das Vorzelt über Düsen dann heizen kann.
So, das Fazit für die Heizung ist, teilweise lässt es ein bisschen an der Qualität zu wünschen übrig. Sie tut, was sie soll. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder abonniert einfach meinen Kanal. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video.